Guten Morgen, tschüss. Guten Morgen. Ja. Hat alles Hallo. geklappt mit dem Link? Ja, hat hervorragend funktioniert. Ja, Sehr sehr gut. gut. Jungs, Endlich schaut. auch mal ein Gast mit direkt mit Kopfhörer. Hast du es gesagt oder Das hast du ist es? die allererste Frage. Ja. Thomas, hast du das angekündigt oder Jim schon? Wurde angekündigt. Ah, okay. Gute Arbeit. Sehr gut. Aber auch in Blau, also im Lustenau Blau, wenn ich das so von bei Ganz mir klar. an. Ja, Ja. sowieso. Ich muss schon Farbe bekennen. Ist es schon das Aufwärmtischen für später? Nee, ich dachte, passend zum Thema vielleicht ist es das. Ah, sehr Ah, gut. das sind wir, das sind wir. So, dann jetzt die gleiche Genau. Frage zu Beginn, wie bei Marvin, beim Meister von letzter Woche. Wie viele Tage seit wie vielen Tagen bist du Pokalsieger? 10? Letzte Woche Donnerstag. Ja, müssten 10 Tage Sind es 10 Tage. sein. Wie viele Tage davon hast du das T-Shirt getragen und wie oft wurde es gewaschen? Tatsächlich, ich habe es mir angehört von ihm, also sein Fehlpassvideo. Er hat es deutlich länger getragen. Bei mir ist es früher in die Wäsche gewandert. Aber ja, ich glaube auch jetzt der 4. Tag und ich trage es auf jeden Fall dann mit Stolz jedes Mal, wenn ich es wieder anhabe. Aber Zu sicher. Recht, völlig zu Recht. Aber also ich konnte es nicht weiter anziehen. Da war so viel Sekt und Bier drüber. Das hat auf jeden Fall nach dem ersten Tag und Abend seinen Dienst getan. Sehr gut. Und durfte Dann ihn waschen. nimm uns doch gerne gleich mal mit und erzähl uns von dem Pokalfinale. Erstens, wie war das Spiel? Und dann zweitens, also ich habe Gerüchte gehört, dass in Lustenau sehr lange und ausgiebig gefeiert wurde und da auch die Sonne das ein oder andere Mal unter und wieder aufgegangen ist. Aber das darfst du jetzt gerne selber erzählen. Wie war es denn? Wie war es denn letzte Woche? Ja, also war auf jeden Fall richtig krass. War, glaube ich, ich muss sagen, das krasseste Spiel, was ich bisher gemacht habe, auch allein wegen den krassen Fans, die wir dabei hatten. Genau, der Tag hat, glaube ich, so angefangen, dass morgens um 7:30 Uhr schon unsere ersten Fans losgezogen sind mit Bollerwagen und einem riesen Plakat im Gepäck, Trommeln und Megafon und Bengalos durften natürlich auch nicht fehlen. Und wir sind dann um ja, boah, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, um 11:30 Uhr, 12 Uhr oder sowas haben wir uns wahrscheinlich getroffen, sind dann nach Ening, waren alle schon ziemlich sehr angespannt, haben uns dann aufgewärmt und beziehungsweise sind aus der Kabine rausgelaufen. Unsere Fans waren schon da, haben uns mit Trommeln und allem Möglichen empfangen, Geil. dann auch die ganze Zeit Aufwärmen begleitet. Genau, dann hat das Spiel begonnen. Eigentlich haben wir ziemlich souverän, finde ich, gestartet. Wir waren, glaube ich, alle ein bisschen nervös und dann ist ein Fehlpass passiert und wir haben das erste Gegentor kassiert oder das Gegentor kassiert. Und beziehungsweise kurz davor haben wir sogar eigentlich auch noch ein Gegentor kassiert gehabt. Das wurde aber wegen Abseits aberkannt und dann aber ein paar Minuten später hat es dann doch bei uns im Tor geklingelt. Dann stand es auch zur Halbzeit. Also 0:1, also eben gegen uns. Aber eigentlich war so die generelle Stimmung, okay, wir kennen das, das ist irgendwie diese Saison eine recht bekannte Situation für uns, dass wir auch mal hinten liegen, aber wir wissen, dass wir umso stärker zurückkommen können, weil wir einfach ein krasses Team sind. Und so war es dann auch, dass wir einfach weiter gekämpft haben. Und dann, ja, ich glaube, in der 60. Minute hat dann Megan ein ultra krasses Tor mit ihrem schwachen Fuß geschossen. Geil. Genau, und dann noch Alice und Sophia haben dann noch ja, hinterhergezogen und dann war die Party perfekt. Geil. War ja auch so Ja. allgemein, also wenn man auch die Bilder gesehen hat bei uns in der Galerie von unserem Fotograf, so das Wetter war geil und einfach Sportplatz war voll und so, sowas. Hat schon, also da hat man schon, ist schon was anderes, wie jetzt jeden Sonntag irgendwie normal zu spielen, sondern das ist einfach ein Absolut. Unterschied. Ja, also ich kann es nur jedem wünschen, dass man mal im Ja. Pokalfinale landet und dann auch noch so geile Fans dabei hat, dann ist es auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und wenn man dann noch gewinnt, dann ist Da. perfekt. Ist echt geil. Ich weiß so, Ja. wir waren in der A-Jugend, hatten wir Pokalfinale. Und da gibt es in der Jugend ist doch immer, spielen die immer hintereinander. Da ist ja dann morgens C-Jugend, dann ist B-Jugend, dann ist A-Jugend. Und dann ist der Sportplatz automatisch ja ziemlich voll, weil so halt alle Zuschauer sich überschneiden und so. Und es war schon auch, das stand so was außer so vorm Spiel in der Kabine und so. Man ist schon anders nervös da irgendwie. Und
Oh, das ist schon geil. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber kann man Ja, sich irgendwie auch also. nicht. Kann man sich, geht leider nicht so einfach. Ja, ja, doch, ja. Aber umso cooler, wenn es dann klappt. Ja. Genau. Ja, aber ich habe eine Frage, und zwar, ihr habt gegen Römerstein gespielt Das ist richtig. und ihr habt 4 Tage davor in der Liga gegen die gespielt. Das ist auch Und richtig. ihr habt 4-0 auf den Sack bekommen in der Liga. Das ist auch richtig. Wie geht man bitte in ein Spiel, wenn man dann auch nur 1-0 hinten liegt? Was sagt da der Trainer, beziehungsweise, also wie reagiert man da drauf? Wie dreht man da noch ein Spiel? Also man muss, glaube ich, sagen, zu dem Spiel, also aus der Liga, das 4 Tage vorher war, wir hatten einen ganz anderen Kader, weil einfach irgendwelche Mädels von uns waren auf dem Kongress in Budapest. Dann hinzu kommt, wir haben aktuell in der Liga für die letzten 4 Spiele haben wir keine Torhüterin mehr, weil wir keine Spieler aus der ersten Mannschaft mehr einsetzen dürfen und unsere eigentliche Torhüterin in der Hinrunde verletzungsbedingt ausgefallen ist und jetzt leider halt ein bisschen an Long Covid leidet und deswegen haben wir einfach keine Torhüterin. Was heißt, bei uns bei jedem Spiel gerade steht eine Feldspielerin im Tor, die das aber alle überragend machen, muss man sagen. Genau, dann waren einfach auch noch ganz viele andere Spielerinnen irgendwie nicht da. Und das Spiel in Römerstein, also in der Liga, war ein ganz anderes, als wir dann im Pokalfinale gespielt haben. Und im Pokalfinale war es dann, glaube ich, einfach so, also wir haben ein super ärgerliches Tor bekommen, weil man muss auch sagen, Römerstein ist über außen brutal schnell, hat unseren Fehler perfekt ausgenutzt und halt verwandelt. Und ja, aber wir wussten, wir können das. Wir hatten unsere Chancen, wir hätten eigentlich auch schon Tore machen müssen. Und dann war eigentlich die Stimmung in der Halbzeit, also sie war eigentlich sehr positiv, weil wir gesagt haben, okay, Leute, wir müssen einfach nochmal 110% geben und dann schaffen wir das auch. Und so war es dann auch. Cool. Sehr gut. Ja. Aber ich finde es auch cool, also wir haben auf den Bildern auch gesehen, dass irgendwie da gefühlt der ganze Verein da war. Also auch die Männer waren da Ja. zum Teil nur vom Sportplatz. Das ist schon cool. Also das, ja, habt ihr vorher schon gesprochen. Also Pokalfinale macht auf jeden Fall Spaß. Ja, absolut. Also ja, war auch tatsächlich richtig cool, dass einige von unseren Herren auch dabei waren, haben sich dann noch Fangesänge überlegt und also war mega. Kann man nichts anderes zu sagen. Wie ging es dann nach dem Spiel weiter? Was waren die nächsten Also Steps? erstmal haben wir, also wir haben uns als Mannschaft kurz gefreut und dann war eigentlich schon komplett die ganzen Fans, Betreuer, Trainer, alle waren auf dem Feld. Genau, Platzsturm. da haben, ja genau, ja genau, richtig beim Platzsturm, haben da auch ordentlich gefeiert, nicht so unbedingt zum Erfreuen des WFV, weil nicht so ganz clevererweise ist das Spiel der Herren halt direkt im Anschluss. Und die Herrenmannschaften wollten sich eigentlich schon warm machen, aber wir waren halt so im Feiern drin und haben es halt einfach erstmal gar nicht gecheckt. Genau, wurden dann irgendwann vom Platz runtergeschmissen. War aber auch okay. Dann haben wir halt, also sind wir in die Kabine, haben halt da weiter gefeiert und haben uns aber dann ja auch nach einer Weile dann eigentlich direkt auf den Weg nach Lustenau gemacht, um da halt dann richtig ordentlich und kräftig nochmal den kompletten Abend, Nacht lang zu feiern. Ja. Also ich muss sagen, Lüschner ist für mich ein weißer Fleck, was das Feiern betrifft. Also Ja. geht man Lüschner ins Sportheim oder habt ihr da irgendwo eine Hütte am Sportplatz oder wo, was macht man da? Ja, Kabine? genau. Also man kann bei uns vor allem auch im Winter gut in den Kabinen feiern. So Bierpong in der Dusche geht hervorragend. Oder in Also. so einem VIP-Raum heißt der bei uns, geht alles. Cool. Aber bei gutem Wetter und im Sommer ist ganz klar, dass wir eigentlich immer hinten an unserem Kunstrasen sind. Da haben wir auch so eine kleine Hütte. Da ist tatsächlich die Eisbaracke. Ziemlich coole Sache von Lustenau. Ja, und haben wir an unserem Kunstrasen kräftig gefeiert. Ich habe gestern erfahren, dass die Stadt sich wohl nicht ganz so arg drüber gefreut hat. Aber also war allen Verantwortlichen auch nicht so wichtig. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das Genau. ist die zwischen Rasen und Kunstrasen. Das ist doch so eine offene Genau. Holzhütte da. Ja, cool. Genau.
Also Ah es hat auch einen ja. Innenraum, der ziemlich nice ist und dann halt die offene Holzhütte, genau. Ja, cool. Und dann haben wir eine ziemlich coole Musikanlage seit dieser Saison, eine krasse Box und dann mit Mikrofon, was heißt, wurden auch die ein oder anderen Platzrunden von Carsten verteilt. Genau, sind fleißig dann immer noch in Gruppen um Platz gerannt, obwohl wir eigentlich voll hehe waren. Aber das war dann auch egal. Was ist eine Geil. Platzrunde? Was ist das? Ja, ich kannte es davor ehrlicherweise auch nicht. Es wurde dann halt immer mal wieder angekündigt, okay, jetzt müssen alle Pokalsieger eine Platzrunde machen. Was heißt, einmal mit dem Pokal um Platz laufen. Dann mussten alle Kapitäne, alle, die ein Tor geschossen haben, und so ging das quasi den ganzen Abend lang. Aber witzig. Witzig. Okay, das ist Um cool. der Ja. Kunstrasen oder um der Rasen? Um Kunstrasen, Um weil wir waren ja Kunstrasen. eigentlich die ganze Zeit Ja, draußen am okay. Kunstrasen. Ja. Okay. Genau. Geil. Cool. Lass uns mal noch kurz auf die Liga bei euch schauen, weil die läuft ja noch. Ja. Und ja, du sagst es schon. Also seid ihr schon safe oder brennt da noch was an? Ja, also wir haben gesagt, es führt oder es ist zwingend notwendig, dass wir die letzten zwei Spiele gewinnen. Deswegen bin ich heute auch mit dem Orangensaft am Start und nicht mit dem Bier, weil es nachher Ja, nochmal wichtig wird und ich glaube, mir meine Trainer sonst den Kopf abreißen würden. Nee, genau, also ist es, wir müssen leider unseren Blick nach unten richten, weil es noch nicht ganz sicher ist, weil es auch die Tabelle noch, also nicht ganz sicher ist, ob da nicht doch noch ein Absteiger dazukommt oder nicht, weil das ein bisschen davon abhängt, was halt von oben runterkommt, also in welche Regionalliga der Absteiger reinrückt. Ja, deswegen sind 6 Punkte in den nächsten zwei Spielen zwingend notwendig, ja. da kenne ich noch einen hier in dieser Runde, beziehungsweise zwei, bei denen das der Fall ist. Und ich wollte gerade sagen, für uns geht es halt auch noch um was, Ja. Clipped, clipped. Weißen alkoholfrei. Doch Hallo. alkoholfrei. Ja, Mann. okay. Ja, ich habe gedacht, das mit dem Bier trinken, das holen wir einfach irgendwann nach dem Spiel mal nach. So, safe, auf jeden Auf jeden Fall, Fall. auf jeden Fall. Beim nächsten Pokalfinale sind wir dann auch am Start mit Bollerwagen und so. 1A. Geil. Im Chat kommen noch Grüße von Coach und Mitbewohner. Resi heißt er Ah, hier. ja, Fips. Ah, ja, Genau. okay. Und Ja, Grüße zurück. sitzt er im Nebenzimmer? Nee, ich bin tatsächlich gerade nicht in der WG. okay. Ja, aber ja. Ich denke, der Sonst noch. arbeitet die Taktik gerade aus irgendwo Ja. für heute Mittag. Ja, die Taktik ist eigentlich immer 1A vorbereitet, da kann man gar nichts sagen. Also, was unsere Coaches auch diese Saison geleistet haben, Chapeau. Da will jemand nachher spielen, ich sehe es schon. Das ist schon, das ist schon. So Nee. gute Trainer haben wir. Die sind so gut. Ja, muss ich ja auch sagen. Ich meine, ich habe sie an Land gezogen, deswegen sind sie natürlich die besten Trainer. Hey, das ist stark. So. Aber das ist ein guter Punkt. Dann würde ich würde da gerne einhaken. Mich würde interessieren, die Jungs haben vorhin gesagt, sie haben recherchiert und behauptet, du würdest auch Sport studieren in Tübingen. Das ist richtig, ja. Ich Erzähl habe. doch noch, erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich. Und mich würde vor allem da interessieren, wenn du nicht hier aus der Region kommst. Kommst du hier aus der Region? Born and Okay. raised in Tübingen. Okay. Aber So. dann würde mich trotzdem interessieren, wie dann der Weg nach Lustenau führt, weil es gibt ja durchaus beim Thema Frauenfußball in Tübingen ein sehr breites Angebot. Erzähl doch mal einfach ein Ja, bisschen, nicht mehr ganz so genau, wo du. breit, aber ja. Okay, ja, dann Ja. gerne ausführen. Genau. Also, ja, das ist richtig. Ich studiere auch Sport. Ich habe gestern erfahren, dass hier ihr zwei auch Sport studiert. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich bin aber gerade in den letzten Semestern irgendwie nicht mehr ganz so viel am IFS, weil ich im Praktikum bin. Nee, genau. Ich habe angefangen mit einem Lehramtsstudium Sport und Geo, beziehungsweise ursprünglich mal Italienisch, aber das war nur so, damit ich mit Sport anfangen konnte. Bin inzwischen im Sportmanagement, genau, und plane auch langsam mal zum Ende zu kommen. Ja, Genau, und ja, kein habe Stress schon jetzt. das ein oder andere Semester auf dem Buckel, aber egal, anders. Sag mal eine Zahl, komm, jetzt musst du eine Zahl auch sagen hier. Jetzt bin ich gespannt. Ja, 12. Ja, komm schon. Aber ich habe gehört, man hat mir ganz am Anfang gesagt, wer sein Studium liebt, der schiebt. Also, So nämlich. nein, Spaß. Den Satz habe ich auch Genau. irgendwo mal gehört.
Ja, und also tatsächlich habe ich von vornherein in Lustenau gespielt. Also ich habe in der C-Jugend angefangen, also noch nicht ganz so früh. Und ich bin nach Lustenau gekommen. Also ich habe auf dem Österberg gewohnt. Das, glaube ich, eh das naheliegendste, Lustenau. Und mein Papa hat da in so einer Freizeitmannschaft gekickt, immer freitags. Da war ich dann auch einfach jeden Freitag auf dem Platz, durfte dann die letzten 5 Minuten noch irgendwie kurz mitkicken und habe immer fleißig den Ball am Rand geholt oder so. Wie der Und Moritz eigentlich. dann. Und dann haben meine Brüder irgendwann gesagt: So, hä, Jill, da ist eine Mädelsmannschaft, hast du nicht auch Bock? Und ich so: Ja, voll. Und dann so kam ich, glaube ich, dann nach Lustenau, so war das. Und seither treu geblieben. Aber ist auch der coolste Verein in Tübingen. Sorry, deren Ding. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Thema. Also ich habe behauptet, es gibt ein breites Angebot. Wo wollte ich mir widersprechen? Also es gibt Unterjesingen 1 und 2. Es gibt Ach so, Lustenau ja, 1 okay. und 3. Ich Eins, würde zwei, zu drei, Unterjesingen ja? dazu zählen. Also die sind Ja, ja, passt. ja Ja. passt. Okay. Und deren Dingen, wie viel haben die auch? Drei, zwei, Zwei. drei? Zwei. Zwei. Ja, genau. Okay. Ja, es gab früher gab's noch SSC und bis vor einer Saison gab es auch noch SV03. Genau. Aber mit denen haben wir dann letzte Saison eine SGM gehabt. Aber weil wir dann irgendwie viel zu viele waren, haben wir, also uns dann auch besser gepasst hat, haben wir gesagt, nee, komm, wir wechseln zu euch. Und dann seitdem haben wir eine dritte Mannschaft, worauf wir auch, glaube ich, ziemlich stolz sind, dass wir drei Frauenmannschaften stellen können. Ja, richtig cool. Aber ist echt für gut. Also, Das werden zwei. aber wieso sagst du denn trotzdem, dass es nicht mehr ganz so viel Auswahl gibt? Ja, okay, also drei Vereine. Ich glaube, bei den Herren gibt es deutlich mehr. Ja. Das Vorher stimmt, waren es wobei, fünf, ja, jetzt sind okay, es ja. drei. Ja, genau. Und Okay. also für mich, also wenn man so direkt Tübingen anguckt, dann ist es halt Lustenau und deren Ding noch. Ja, Aber ja, ja. genau. Nimm uns Cool, mal für verstehe. so, wie ist so ein bisschen die Rivalitätssache und so bei den Derbys und so ist da, was würdest du sagen? Also, Der Blick ich sagt glaube, alles. früher war es ganz krass, fand ich. Oder ja, vor allem, weil früher deren Ding immer deutlich höher gespielt haben als wir. Und dann war das immer so, am Anfang haben wir einfach die mega Klatschen kassiert. Und wenn wir es dann doch mal irgendwie im Stadtpokal oder was weiß ich hinbekommen haben, gegen die zu gewinnen, dann war das das absolute Riesenhighlight. Ja, über die Jahre haben wir es ja hinbekommen, in die gleiche Liga mit unserer ersten Mannschaft aufzusteigen. Und in der zweiten sind wir auch in der gleichen Liga. Jetzt unsere erste hält ja leider nicht die Liga. Mal schauen, was deren Ding macht. Das ist ja noch nicht ganz klar. Genau, und also Derby-Spiele sind schon immer noch mal, haben noch mal ein bisschen extra, ja, Derby-Charakter ist schon auf jeden Fall noch da, aber ich glaube, neben Platz versteht man sich dann schon auch inzwischen gut mit den Mädels. Und wir haben ja jetzt auch den gemeinsamen Hauptsponsor, dem ich tatsächlich auch ein Sommerfest mit allen drei Vereinen also aufgeschwätzt habe. Genau, Cool. deswegen wächst man, glaube ich, so neben dem Platz, versteht man sich und wächst man dann, glaube ich, schon vielleicht jetzt auch dadurch ein bisschen zusammen. Aber wenn es dann ums Spielen geht, da gibt es keine Gnade. Ja. Interessant, Cool. interessant. Wir waren vor 2 Wochen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gab es auch diese Podiumsdiskussion gerade zum Thema. Ja, ich habe euch gesehen. Ich war Also da. ach, du warst da, Ja. okay. Weil sonst, also im Stream hätte man ja nicht uns gesehen, sondern nur die Ja, Podiumsdiskussion. Ich würde aber, oder mich würde interessieren, was, also wer das gerne möchte, kann auf der Seite von der HSP auf Facebook den Talk sich angucken. Also wir haben den produziert, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Dann kann man sich in das Thema ein bisschen einlesen. Es ging um Frauenfußball, beziehungsweise die Rolle des Frauenfußballs, beziehungsweise was der Frauenfußball braucht, um sich weiterzuentwickeln. Was braucht denn aus deiner Sicht der Frauenfußball, vor allem auch in Tübingen, um sich weiterentwickeln zu können? Was fehlt denn? Ja, okay, was mir jetzt erstes einfällt, ist Ja, sei auch, ehrlich, sei ehrlich. was da bei der Podiumsdiskussion angesprochen wurde. Also wenn wir jetzt auf Tübingen schauen, dann ist es tatsächlich ein bisschen die mediale Präsenz, auch vor allem von Seiten vom Schwäbischen Tagblatt, wo halt einfach wir uns so einen kleinen Artikel mit drei Vereinen teilen. Und dann die TSG gerne mal so ein Block einfach hat.
Genau, sowas wäre, glaube ich, mega cool. Also, das habe ich, glaube ich, zum Tom schon im Voraus gesagt, was ich mega finde, dass also ihr einfach den regionalen Sport pusht. Das finde ich sau cool. Und dass ihr auch da eben die Frauen uns mitnimmt, finde ich mega. Das tut uns, glaube ich, auf jeden Fall gut. Und ja, also ich meine, wir haben vor, ich weiß jetzt nicht wie vielen Jahren, 16 Jahren oder so, 15 Jahren, haben wir mit einer Frauenmannschaft oder einer Mädelsmannschaft in Lustenau gestartet, haben inzwischen drei Frauenmannschaften und einige Jugendmannschaften. Ich glaube, das ist schon mal eine mega geile Entwicklung, wo, glaube, einfach weiter stetig mehr kommt. Also uns mangelt es eigentlich nur an Trainern, sonst hätten wir längst noch mehr Jugendmannschaften. Also Okay. ja. Glaube ich, eine coole Entwicklung. Ja. Was würdet ihr euch denn von Match Report wünschen? Oder was würdest du dir denn von Match Report wünschen? Ja, also weil der Also. Hintergrund ist folgender: Wir waren auch bei dieser Podiumsdiskussion eigentlich nur unbeteiligt. Wir haben da halt, also wir haben das produziert, aber trotz Ja. alledem haben Tom und ich, wir waren vor Ort, dann danach schon auch gesprochen und gesagt: Ja, es gab da schon einige Punkte, die auf jeden Fall. Die ein Punkt sind, also die kann man nicht so wegwischen. Und so ein Teil fand ich, also ich persönlich fand, dass da Themen auch so halt dann so ein bisschen weggewischt wurden, auch im Rahmen dieser Diskussion ist das dann vielleicht so auch passiert dann halt so. Aber wir haben uns schon auch die ernste Frage gestellt, was könnten wir denn noch tun, um das Thema auch noch einfach präsenter zu machen? Also, und deshalb ist jetzt mal schön, dass wir dich da direkt da zu Gast haben und darüber sprechen können. Deswegen die Frage. Ich würde, glaube ich, sagen, einfach so weitermachen, weil also dadurch, dass ihr jetzt quasi uns mit reinnehmt, habt ihr ja schon, also ja, pusht ihr auch den Frauenfußball. Ich sehe es auch auf Insta, dass ihr immer mal wieder auch, also uns irgendwie in irgendwelchen Stories oder nicht Stories, doch Stories auch zum Teil drin habt, Okay. auch so Statistiken oder so. Also ich finde es mega. Einfach, also gerne in die Richtung weiter so machen, ja. Also im Kommentar, ich glaube, so das Thema kam gerade noch der Kommentar Live-Spiel und das ist das, was uns halt noch Ah fehlte, ja. was wir eigentlich vorhatten. Auch so ein Thema, wo in den letzten Wochen eigentlich was passiert wäre, lag aber leider nicht an uns, dass es nicht geklappt hat. Aber ist auf jeden Fall auch so ein Thema, weil wir ja schon einige Spiele jetzt gestreamt haben, aber leider noch kein Damenspiel gestreamt haben. Da auf jeden Fall Ja, das auch ist ja natürlich auch noch eine denke richtig coole Sache, das stimmt natürlich, ja. ich. Ja, das ist auch irgendwo auf unserer Agenda und na, diese Saison wird es, glaube ich, schwierig, aber in der nächsten Saison kriegt man das bestimmt mal hin. Oder, Chef? Cool. Ich bin da Feuer und Flamme dafür, ehrlich gesagt. Vor allem, ich sage also jetzt mal ganz egoistisch gesagt, ist Lustenau sehr leicht zu übertragen, weil ihr ja diese Tribüne habt. Also man könnte Ja. das sehr einfach, man sitzt immer im Trockenen, das ist wetterunabhängig. Ich glaube, in Lustenau ist Internet auch relativ gut, also es ist ja Das eigentlich sitzt sehr aber nicht angenehm da. auf dem Trockenen. Auf keinen Fall. Das Nee, nee, das passiert glaube Lustenau nicht. ich, der Eindruck ist nicht rübergekommen, auf jeden Fall. Aber deswegen, ich glaube, wir kriegen das nächste Saison sicher mal hin. Also ist auf jeden Fall ein Ziel. Mega cool. Aber ich will jetzt an dem Punkt, will ich noch ganz kurz einhaken. Das haben wir nämlich so, wann waren das? Gestern, glaube ich, kurz gesprochen, auch wir drei, als wir uns getroffen haben. Wir haben ein Riesenproblem. Also wir sind ja eigentlich mittlerweile ein relativ großes Team von mehreren, leider nur Jungs. So, jetzt studierst du auch Sportmanagement, sonst wenn es Medienkommunikation gewesen wäre, hätte ich schon nachgefragt. Hast du uns einen Tipp? Wir wollen uns natürlich vergrößern, beziehungsweise wir suchen neue Teammitglieder für unser Team Match Report, aber wir wünschen uns tatsächlich einfach weibliche Unterstützung. Wir wünschen uns weiblichen Support. Hast du uns einen Tipp? Weil wir haben das schon zum Teil versucht, aber irgendwie ist der Fußball so krass männerdominiert und auch dieser Bereich, dass wir niemanden finden, aber es müsste doch irgendjemand geben, der da Bock drauf hätte und der, also ich finde, wir sind eigentlich ein ganz cooles und nettes Team und wir würden sehr gerne Absolut. weibliche Unterstützung finden. Okay. Ja, also mir fallen tatsächlich spontan zwei Leute ein. Sorry, wenn ich euch jetzt hier einfach in den Raum reinschmeiß. Aber nicht namentlich nennen, das ist, glaube ich, ein bisschen Okay. drüber, aber wenn dir zwei Namen einfallen, dann sprich die bitte Tom. mal direkt an. Gleich, Oder Tom, mach schicken ich, wir mach ich, die mach Nummer ich. Also wenn dir dazu. tatsächlich schon Namen einfallen, mach das mal, wirklich. Also wir würden uns sehr Ja. freuen. Ja, also wenn sich da jemand das vorstellen kann, keine Ahnung, sogar aus dem Also, universitären Umfeld, sehr gerne. ich habe absolut keine Ahnung, ob die sich das vorstellen können. Ich weiß nur, dass die beiden vor kurzem bei uns oder auch immer mal wieder
Die Videos sind, glaube ich, nicht auf Insta, aber so bei uns hieß es dann Paulaner Spezi Halbzeitanalyse oder nach dem Spiel Interview mit dem Trainer geführt haben aus Jux. Genau, zwei, dreimal. Die beiden, also war mega witzig, deswegen könnte ich mir die beiden da vorstellen. Hau die mal Cool. an, hau die mal an. Wir machen da Mache ein ich nachher Format draus. direkt. Ja. Genau, Perfekt. was wir brauchen, ist das. Dann Halt nicht. kriegen wir uns die Time to Shine sämtlich unterstützt und dann könnt ihr das bei uns machen. Halt ohne Spezi, Ansonsten, ja, genau. Das kriegen wir auch hin. Irgendeinen aber. Limo-Sponsor finden wir auch noch. Okay. Große. Einsa. Ja, sehr gut. Wir sind schon sehr weit vorangeschritten, aber das war mir gerade wichtig, noch den Abstecher zu machen in das Thema. Aber chill, wir haben noch unser tolles Format. Ich weiß nicht, ob du es die letzten Wochen gesehen hast. Ja, Der Fragenhagel, der kommt jetzt noch. Der Tom hat nämlich was vorbereitet. okay, ja, ich bin mal gespannt. Ich gebe mein Bestes. Richtig. Perfekt. Tom, moderierst du an oder muss ich das wieder machen? Das ist meine Aufgabe. Du darfst anmoderieren, weil du das sehr schön kannst. Gerade im Flow auch, der Chef. Ja, sehr gut. Ich finde auch, gerade fürs YouTube-Video muss ich dann auch mit meinem Outfit heute So, genau. aneinander. Da muss ich jetzt aber erstmal kurz noch eine Frage stellen. Hast du eigentlich irgendeine Wette verloren oder sitzt Nee, du in das sieht einem immer so aus. Spiegel? Das sieht immer Ach so so, aus. Das, nee, also Hintergrund ist folgender. Ich bin heute unterwegs, weil ich auf eine Hochzeit nachher muss. Und ich sitze gerade im Wohnzimmer. Man glaubt das kaum, aber ich sitze im Wohnzimmer meiner Schwester. Und Ah. bin quasi schon gekleidet für die Hochzeit, weil ich nachher gleich mitgenommen werde und dann später direkt hier in dem Anzug dann in der Kirche sitze. Also normalerweise bin ich auch legerer unterwegs. Tschüss, kurze Frage. Was sagst du Ja. zu Sneaker und Fliege? Geht oder geht nicht? Absolut, geht klar. Ich Also, finde ja, schon. okay, sehr gut. Wenn du das Gut. sagst, dann. Hat sich das jetzt mal erledigt? Wichtig. Wichtig. Prediction für heute? Bei dir, was sagst du? Ja, also der Sieg muss auf jeden Fall her. Ich würde sagen, Melina, Caro und ich und ich glaube Katrin hinter uns, wir halten die Bude frei, weil wir wollen den Kasten haben. So. Und vorne schießen wir zwei Tore. Sauberes 2-0. Ja. Sehr gut. Auch wenn es dreckig wird wahrscheinlich, aber trotzdem. Ich glaube, ein 2-0, das kriegt man hin. Wir geben unser Bestes. Drei Punkte und ein Kasten, das hört sich gut an. Ja, kann Und man nichts dann, dagegen sagen. wenn man Optimal schon ist mal erstmal gar Samstag nicht. spielt, ihr spielt ja meistens eher sonntags, aber wenn man Ja. Samstag spielt, was geht dann nach dem Spiel? Was passiert danach? Was passiert nach dem Dann Spiel? wird wahrscheinlich der Kasten direkt getrunken, könnte ich mir vorstellen. Wir haben auch, wow, fällt mir gerade ein, wir haben auch noch einen anderen Wahnsinnssponsor, der gesagt hat, okay, für das Bitte keine Pokalfinale. Markennennung, bitte Nee, keine nee, ist okay, ist Markennennung. okay. Ich sag ja nur Sponsor. Ja, sehr gut. 10 Kästen für den Pokalsieg und 3 noch für die drei Torschützen, das heißt, wir haben noch 13 Kästen, die verhaftet werden dürfen. Mal schauen, Krache. was davon heute passiert. Ein gemütlicher Samstagabend also. Genau. 13 Sieht Kästen, gut nicht schlecht. Ja, sehr schön. Chill, wir sind, die Stunde ist fast durch, wir, oder unsere Stunde zumindest, wir sind einen Tick später reingekommen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, ich spreche für uns alle drei, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Hoffentlich für uns alle vier. Gut. Vielen Dank, dass du da Ja. warst. Und Ja, mega. ja, Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. viel Erfolg heute Nachmittag, das wollte ich noch sagen. Ja, danke. Also ich habe, oder ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich voll gefreut, dass ihr uns dazu eingeladen habt. Mega cool, ihr seid echt drei richtig coole Jungs, macht echt Bock mit euch. Und ja, ich würde sagen, es muss halt jetzt ein 6-Punkte-Samstag werden. Also ihr seid auch in der Pflicht. Der wäre So, halt Tom, wichtig, ja. Call to ich action, hole Tom. den Zusatzpunkt auf der Hochzeit, okay? Perfekt, dann machen wir 7 draus. Sehr schön. Ja, Jeff Meister, der aus auch vielen Dank. Viel Erfolg heute, viel Spaß. Bleibt da dran. Ihr seid eine gute Truppe, glaube ich. Wenn man im Pokalfinale hier den Meister, der noch nie geschlagen wurde, dieses Jahr hier noch schlägt, das ist eine Message und dann das Ding noch holt. Und jetzt die Liga halt voll halten, nicht da jetzt noch Quatsch machen. Und dann sieht man sich bestimmt irgendwann irgendwo auf den Sportplätzen oder auf der Uni irgendwo an der Uni mal.
So machen wir das. Hört sich nach einem Stimmt. Plan Tom, du an. beendest das Ding. Auf jeden Fall. Ja, ich schließe mich den Worten meiner zwei Vorsprecher an. Viel Erfolg heute Nachmittag. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Pokalsieg. Überragendes Ding und vielen Dank, dass du heute unserer Einladung nachgekommen bist oder ja, von eurer Mannschaft jemand nachgekommen ist und hier bei uns dabei war. Wie gesagt, hat sehr großen Spaß gemacht. Wir hoffen dir auch. Und dann, ja, schönen Samstag. Danke dir. Ja. Bis bald. Grüße nach Lustenau. Mach's gut. Ja. Ciao, ciao. Ja. Tschüss.